your father, the Christ we deserve. Watch. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Outlast 2. Hier ist euer Spooky VF und wir waren dabei, hier irgendwo noch den Strom abzuschalten, der ins Wasser führt. Ich hoffe, wir sind jetzt auch presst da. Und ja, es geht schaurig weiter. Ich denke, wir nähern uns dem Ende. Hoffe ich doch mal. Denn so langsam habe ich die Schnauze voll. Wo ist er denn überhaupt? Ah, da war unser Ziel. Da ist das Stromding. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt den anderen Schalter schon aushaben. Ja, wo zur Hölle kriegen die Strom her? Nee, hatten wir nicht. Also den müssen wir wieder aufstellen. What? Nein! Ja, das ist ja unfair. Mann! Hängt ja genauso beschissen an, wie sie aufgehört hat. Oh Mann, ey. Ja, aber irgendwie hat das Spiel so ein bisschen mit der Zeit den Reiz verloren, muss ich sagen. Es ist einfach nicht mehr furchteinflößend. Das ist eher so, kennen wir alles schon, wir müssen nur noch abhauen. Wenn wir nicht abhauen, sind wir tot. Also andere Spiele machen das deutlich besser, meiner Meinung nach. Outlast ist immer so, ich weiß nicht, das Spiel ist so in die Länge gezogen. Es ist anfangs richtig gut und dann wird es eintönig. Und meiner Meinung nach auch ein bisschen langweilig. Aber naja. Das sind zwei Kabel, ne? Ach so, wir können die Kabel quasi verfolgen zum Schalter. Das wäre natürlich ein sinnvoller Ansatz. Eins geht hier lang. Wo der natürlich herkommt, ist klar. Och nee. Ich will hier nicht ganz weg nochmal. Also. Okay. Geh weg. Wo gehst du hin? Hier läuft er irgendwo lang. Okay, jetzt sollten wir eigentlich freies Gleit haben zu diesem einen Kabel. Das hier lang geht, aber vielleicht sollten wir jetzt gerade die Möglichkeit nutzen und hier lang gehen. Wenn der hier weg ist. Oh, ich glaube, ich habe die Lampe kaputt gemacht. Da ist der andere Schalter. Okay, so geht's. Einen haben wir. Von zwei. Hat das jetzt Aufmerksamkeit erregt? Nee, anscheinend nicht. Oder? Da ist er irgendwo noch. Gehen wir doch schnell zum zweiten. Jetzt müssten wir das geschafft haben. War ja leichter als gedacht. Zumindest mal vom Finden her. Oh, jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Ich muss auftauchen. Das bringt ja so nichts. Da hinten dran ist er irgendwo. Kommt da auf uns zugewatschelt. Also manchmal ist die logische Vorgehensweise doch die bessere. Wir können jetzt ja hier durch. Komm, rennen. Weg hier. Jawohl. Wir haben's. Soweit zumindest mal. Was? Ach, ich hasse es. Ich hasse es.
Ist noch nicht gesprungen, der Idiot. Ich wollte springen. Jetzt sag nicht, wir müssen das wieder machen. Nee, dann kotze ich aber. Haben wir das so gut gelöst? Das ist doch jetzt nicht dein gottverdammter Ernst, ey. Natürlich müssen wir das wieder machen. Es ist nochmal unter Spannung. Komm, zieh Leine, Mann. Jetzt geht er einen anderen Weg, aber es sollte uns eigentlich nicht stören. Ja, geht doch genau den Weg, ne? Ja. Passen wir auf, dass wir hier die Lampe am besten nicht kaputt machen, weil der ist noch ein bisschen näher dran. Muss nicht. Geht kaputt? Oder macht der irgendwas kaputt? Batterie. Schalter. Gut, das ist aber easy wenigstens. Wenigstens etwas. Müssen wir nur gucken, wie wir da rauskommen aus diesem Scheißtrick. Diesmal warte ich auch nicht. Diesmal gehe ich direkt hier. Ich halte nochmal das an, damit wir wissen, wo er ist. Sehe ich nicht. Okay, können wir weiter. Ah, lauf! Lauf, Mann! Wir müssen hier springen. Wo springe ich denn? Ja, genau. Auf X. Oh, geht doch. Komm, zieh dich hoch, Mann, Alter. Okay. Jetzt müssen wir aber den Checkpoint hier haben. Ja, da ist an dieser Stelle vielleicht Zeit für eine Empfehlung auf meinem Channel an Halloween. Das soll die komplette Reihe von Don't Knock Twice kommen. Das Spiel ist deutlich kürzer. Es geht so 2,5 Stunden oder so. Das soll direkt komplett an Halloween kommen in 4 Parts. Das kann ich mal empfehlen. Vielleicht kommt aber hier auch Outlast noch an Halloween. Weil ich möchte dort gerne ein paar mehr Videos bringen. Ein bisschen Horror-Special. What did you do to her? Ach, wir hätten hier ein bisschen... die Weichen umstellen. So, jetzt gehen wir trotzdem mal noch gucken, ob da was ist. Noch eine Batterie, die crappen wir. Und... ja, Sackgasse. Jetzt können wir da hinten nochmal den Weg aufstoßen quasi mit... mit dem Gerät, wenn wir es finden, nochmal. Wo ist es denn jetzt? Ist nicht mehr da. Okay. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ach, das steht schon hier. Ziehen wir es jetzt zurück. Und lass uns los. Naja, müssen es anschieben, okay. Hoffentlich kriegt es hier schon... naja, hier kriegt es noch keine Geschwindigkeit. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ich glaube, das reicht nicht. Ach, Mann, müssen wir das wirklich so weit zurückziehen, ey. La 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 la, eine Horrortour, die ist lustig. Schalalalala. Schalalalala. So, jetzt ziehen wir mal hier die Kuppe hoch und dann müsste es ja jetzt genug Power haben jetzt, oder? Bom. Wow. Oh no. Nein. Hey. Und da durch. Weg. Super. Wir sind in einer Sackgasse gelandet.
Also hier lang. Oh je, und es geht noch tiefer. Okay. Was ist denn jetzt? Irgendwo müssen wir hoch oder so. Oder aber auch nicht. Hallo? Die wollen uns doch verarschen hier, oder? Wo geht's denn hier lang? Da, ach, da ist eine Leiter. Müssen wir auch erstmal sehen. Oh je. Bloody. Was? Jetzt bin ich bestimmt wieder in dieser Schulwelt oder so. Ach, die Leiter ist kaputt hier. Oh. Nee, noch nicht. Eieieiei. God doesn't love you. Not like I do. Naja. So eine Zerstückelungsliebe ist immer toll. Oh, hallo. Aus Liebe zerstückelt. Yay. Honk. Honk. Also den Psychoterror, so macht's ja richtig gut. Auch von der Kulisse, ne? Der Akustik her, das muss man auch lassen. Da ist das Spiel richtig überragend. Aber das irgendwie... Ja. Nein! Lauf! Ich kann mich jetzt nicht heilen, ich werde verfolgt. Wenn ich mich jetzt heile, bin ich tot. Ich sehe nichts. Nachladen, nachladen. Schnell, Batterie rein. Boah, das war stramm. Wo bin ich denn jetzt? In der Tropfsteinhöhle. Jede Menge Stalaktiten und ich stehe bis zur Hüfte im Wasser. Ich kann... Oh, da ist auch jemand runtergekommen. Verdammt, ich hasse es. Das sind so Momente... Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nein! Ich bin doch extra abgetaucht damit. Ja, super. Tot. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Lol. Ja, danke fürs Gespräch. Tot. Tot den Toten. So, jetzt gehen wir hier mal vorsichtiger vor, weil wir werden, glaube ich, nicht direkt verfolgt. Jetzt aber. Oder kann da eine Leiche irgendwo runtergefallen? Ich weiß es nicht. Ich sehe den nicht. Das ist übelst makaber, das hier. Ich schwimme einfach mal. Vielleicht kommen wir ja irgendwie. Boah, man sieht dann aber auch null, ne? Was? Ist ja irgendwo hier, ne? Sehen aber nicht. Aber er schlägt nach uns. Oder was? Ach nee, ich höre ja das Geräusch. Der schlägt da hinten. Der macht Schattenboxen anscheinend. Weil ich höre ja die Geräusche, die er macht, näher, wenn ich das Mikrofon anhabe von der Kamera. Der schlägt da irgendwo rum.
Genau da steht er. Und das ist dort, wo wir eigentlich hinwollen, oder was? Aber ich sehe ihn nicht. Och Mann. Bitte geh da weg, ey. Ich will hier durch, ohne dass du uns siehst. Wenn das möglich ist, bitte. Hier ist aber nichts. Hier hin? Müssen wir hier zum Licht? Ist ja auch nichts, ne? Oder können wir da irgendwie hochklettern? Nee. Ah, doch hier. Lass mal kurz ducken. Boah. Ich hasse es. Bin ich jetzt wieder unten, oder was? Das wäre ja... Ah, da ist die Leiter. Da ist niemand, ne? Da können wir ja in der Leiter hoch. Komm, komm, komm. Schneller. Auf! Auf! auf und davon. Okay. Ganz gut gelöst bisher. Es geht voran, wenigstens mal. Noch eine Leiter. Kommen wir hier aus der Mine raus. Oh, da oben läuft etwas. Oder jemand. Oder beides. Das ist mir egal. Ich kann ja nirgends hin, außer hoch. Jedes Mal muss ich den Ton neu einschalten. Warum bleibt das Mikrofon nicht aktiviert, ey? Okay. Gehen wir mal hier rüber. Alles eine Frage der Balance. Oh je. Was ist denn jetzt? Muss ich hier springen, oder was? Ja. Was ganz Neues. Ganz hoch. Jetzt können wir entweder hier hinten lang oder hier lang. Was wäre sinnvoller? Wahrscheinlich das, was uns dem Rücken zugekehrt ist. Vielleicht müssen wir aber auch an beiden Seiten lang. Okay, da ist noch eine Notiz. Nochmal so ein dämliches Kapitel von diesem... Vollidioten. Das Evangelium. Das neue Evangelium. Das neue, neue, neue. Okay, falls dort hinten was gelegen hat, zu unserem Rücken, die andere Seite, dann haben wir es jetzt wohl verpasst. Och nee, ich will jetzt nicht schon wieder runter. Ich bin doch gerade erst hochgekommen, Mann. Was ist denn jetzt? Ach, hau ab, du Hexe, oder was auch immer du bist. Ey, naja, nicht die Camcorder. Auch ich hasse das, wenn mal der Camcorder geklaut wird. Was habe ich denn für einen Drogen im Gesicht, Alter? Da oben ist Lynn. Get off.
Get off me. Stop. You have to tell me. Get off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Was ist jetzt? Ah, Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser gruseligen Minentour. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Das war Outlast 2, euer Spooky Wolf. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye, bye. I need